Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Rohre! Die Rohre, du Idiot! Guck doch nach den Rohren! Muss doch nur die Rohre in die Wand schieben! Die Rohre! Amnesia, The Dark Descent. Und ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, aber ich weiß, wie es weitergeht. Ich habe was gehört, dass die Rohre eventuell eine Bedeutung spielen. Das will ich jetzt mal überprüfen gehen. Wo sind denn die Rohre? Wo lagen sie denn rum? Nur in den Seitenräumen oder so? Gibt's hier Rohre? Ein Rohr? Hallo, du darfst ruhig mitkommen, wenn ich das so meine. Die Rohre. Ja, wer hat denn daran gedacht? Gib bitte auf. Ich mach mal wieder ganz auf. Will eine Dornkurbel. Komm, so, und dann nochmal auf. Noch einmal. Komm. Und zack. Und einmal noch. Kurbel, 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 Kurbel. Oh je, das wird ja knapp. Zack. Und. Nee, schon zu knapp. Zack. 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 Steck's rein. Oh, du Depp. Wie nehme ich denn das am schnellsten? Vielleicht so. Geht doch. Herrlich. So. Die Rohre. Ja, ich bin halt doof. Was soll ich sagen? Ne? Ich bin halt doof. Also, wie fängt denn das hier an? Innen am Rand. Moment, niesen. So, innen am Rand geht so eins. Also gehe ich innen an den Rand und mach so eins. Das passt. Und dann gehe ich mir noch eins besorgen und dann mache ich weiter. So läuft das Spiel. Wo liegt denn hier das Rohr rum? Loroa, wo bist du? Gibt's hier keins, oder? Oder wo ist es? Licht? Rohr? Rohr? Gibt anscheinend keins. Natürlich hat alles gestimmt, was er mir gesagt hat, von wegen, ja, und rechts ist immer das Beispiel und links ist das, wo ich es nachmachen muss. Klar, hätte ich können drauf kommen, aber bin ich nicht. Sah halt alles irgendwie, ja, ne, halt. So, dann, so rum. Nee, nicht so, nee. Ich will doch ganz anders. Ich will so und so. Nee, du Depp. Lob. Geht das nur an eins oder wie? Oder wo ist das Problem? Okay. Geht das hier? Ja, das geht auch hier. Aber das geht nicht hier. Toll, sowas auch noch. Wie herrlich das so ist. Also sind das jetzt überhaupt gleiche Rohre oder sind die noch verschieden? Weil ich glaube, die sehen jetzt doch ein bisschen verschieden aus, ne? Würde ich doch mal behaupten. Toll. Dann gehe ich erstmal alle suchen, bevor ich anfange rumzupuzzeln. Hier habe ich, glaube ich, die her. Hier wäre dann wohl noch eins. Die Rohre. Die Rohre sind es doch einfach nur, du Verdammter. Du Knödelkopf, du Knetkopf, du Gedankenesser. Irgendwas. Blöd alles. So. Okay. Du? Die Dinger zu drehen funktioniert so toll. So und so. Nur, das passt.
Das sieht diesem doch sehr, sehr, sehr ähnlich. Und das wollen wir außen haben. Geht nicht. Gut, vielleicht ist das auch nicht nach innen oder außen gegliedert, sondern genauso wie drüben, also rechts. Sieht aber auch nicht so aus. Toll. Ja, dann steckst du jetzt halt hier. Und du, plopp, du steckst jetzt hier. Und du, plopp. Das springt von allein so ran. Unabhängig davon, ob das jetzt stimmt, dürfte es wohl noch ein Rohr geben. Muss mal gucken, wo das ist. Die Rohre, sprach's doch einfach. Verschwenden wir nicht so viel Öl, das ist blöd. So, was war übrigens noch von wegen, ja, man kann doch Flammen vielleicht auch auspusten oder sowas. Versuchen wir es, jetzt haben wir Gelegenheit. Linksklick, macht nichts. Rechtsklick, macht nichts. Handspringen, macht nichts. Irgendwas dagegen klappern. Dock, 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 ausgehen, ausgehen. Nee, aber ich kann damit bauen. Naja. Gab es vielleicht zwei Rohre? Nee, das war, glaube ich, der ganz ohne Rohr. Hier sehe ich keins zum Mitnehmen. Hier sehe ich immer noch keins zum Mitnehmen. Tja, hier sehe ich kein Rohr. Dankeschön. Nehmen wir einen Stein mit. Ha. Gab es vielleicht hier irgendwo im Eck noch? Muss ich auch mal gleich gucken. Klong. Klonk hat's gemacht. Nein, kein Aqua-Klonk oder Siedler-Klonk, sondern ein ganz normaler Klonk. Feinde. Finde sie. Hier im Eck. Nix. Hier im Eck. Auch nix. Hier sehe ich auch nichts. Gab's hier im Hauptraum noch ein Rohr, das hier oben liegt? Sieht aber gerade nicht so aus. Oh nein, mein Öl. Oh, das ist jetzt traurig. Da sind ganz viele Rohre, aber die kann ich nicht mitnehmen. Die hängen da so ein bisschen fest. Sieht aus, als müsste ich mit meinen drei Rohren zurande kommen. Als könnte ich nicht alle Löcher ausfüllen, ne? Ist ja immer noch leer. Hat sich irgendwie nicht von alleine nachgefüllt, wer hätte es gedacht. Tja. Mehr Rohre finde ich jetzt nicht. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so schon stimmt, wie ich es gemacht habe, aber ich gehe mal nachgucken. Ich denke, da kommt schon das Rätsel gelöst Dingens mit dem weißen Leuchten und so weiter, wenn ich das richtig gemacht habe. Aber wir können ja auch sicher gehen. Geht ja ganz schnell, wir sind ja direkt da. Einfach so und so. Und was passiert? Überhaupt nichts. Also, nein. Schauen wir mal, ob ich mit diesen drei Rohren jetzt irgendwas gebaut kriege, was Sinn macht. Ja, weiter. Danke. Da sind ganz viele Rohre, aber die sind ein bisschen ungünstig zu verbauen. Das ruhig so irgendwie richtig. Jetzt steckt es ganz fest, ich kann es gerade mal rausziehen. So, Mädels. Kann ich nicht irgendwie irgendeins so seitlich anbringen? Nee, das dreht sich sofort so. Das geht. Und dann das an die Seite oder so? Huch! Huch! Ich hab gezaubert! Ich hab gezaubert! Ich hab das Rohr durchs Rohr gemacht! Egal, auf jeden Fall geht's! Ha! Ich bin Gott! Esst meine Füße! Oder wenn ich genau drüber nachdenke, nee, macht's nicht, die brauche ich zum Gehen.
Der rote Fleck. Ja, der rote Fleck. Da ist ein Spielverderber. Der macht echt allen Spaß weg. Damit kenne ich mich aus. Ha! Meine Damen und Herren. Fortschritt. Arschloch. Gut, immerhin beantwortet das meine Frage von wegen, warum kann man da so drauf springen? Ne? Hatte ich im Prinzip also nicht ganz unrecht. Ja, ich habe im Prinzip gesagt, Fanclub, So, das wird aber langsam doch schon tief. Ich glaube, ich werde ein bisschen früher, oder? Aber! Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Gerade so. Leichenhalle. Nein! Nein! Fuck. Toll, genau da gehöre ich jetzt hin. Der Zweck des inneren Heiligtums war es. Ach, das kenne ich doch alles schon. Blöd. Blöd. Palöd. Es ist leicht rot, weil ich leicht halb tot bin. Hals! Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. The shadow? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. The shadow, the shadow. Ach, geht's uns so herrlich im Arsch. Okay, okay. Hier führt Blut hin, das ist bestimmt toll. Das heißt bestimmt, hier gibt's Blutwurst gratis. Oh oh. Ob der tot ist? Ich nehme sicherheitshalber mal irgendeine Flasche oder irgendetwas, um auf ihn drauf zu werfen, wenn er jetzt aufsteht. Hallo? Er sieht verdächtig normal aus. I hear you breathing, Daniel. Do you hear me? Have you changed your mind? Blub. Balanceakt. Körper ist immer nur der Totenstarre und kann nicht älter als einen Tag sein. Hier baue ich also meinen Impfstoff. Okay, lesen wir mal den Zettel. Okay, es hat sich jetzt übrigens dann wirklich so herausgestellt. Eine Erinnerung. Alexander lebt und kann telepathisch mit mir reden und weiß, dass ich unterwegs bin. So ist das. Ich fürchte um Daniel. Er ist so leichtsinnig. Er ist vom sich nahenden Schatten verunreinigt und wird das Tor nicht durchschreiten können. Wird er das akzeptieren können? Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Welch Ironie, dass ich ihm das Gleiche antun muss wie Agrippa mir. Mhm. Impfstoffversuche. Der Impfstoff, der es meinen Männern ermöglicht, in der pilzverseuchten Kanalisation zu arbeiten, ist ein voller Erfolg. Leider haben nur einige der Bediensteten das Mittel erhalten, da sich die Prozedur als schwierig erwies. Die anderen werden umkommen und schließlich werde ich mehr von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Eine Spritze geimpften Blutes wirkt lange genug als Schutzschild, um die Kanalisation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt zum Gefangenentransport. Okay, infiziertes Blut, yummy. Oder, injiziertes. Entschuldigung, egal.